Hallo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden euch jetzt, oder ich werde euch heute die nagelneue Pistole vorstellen. Im Schwarzmarkt gibt es nämlich das neue Special Event Barbarians. Endet in 25 Tagen. Das Ganze habe ich schon freigespielt und da ist auch die Cap 45 drin. Die neue vollautomatische Pistole, hohe Feuerrate mit hohem Schaden. Und ihr werdet gleich im Gameplay von mir alles darüber erfahren. Und ihr werdet auch erfahren, ob ich da gleich den Nuke gerissen habe. Das war meine zweite Runde mit den Aufsätzen, die ich für die Waffe auf jeden Fall spielen werde. Und ich werde euch das Klassensetup direkt zeigen, damit ihr nicht bis zum Ende warten müsst. Ehrenwort, Ehrencheppi. Ich habe jetzt auf Level 9 aktuell. Ihr könnt schnelles Magazin, Schnellfeuer-Hybrid-Magazin drauf machen und dann habt ihr die beste Waffe, die ihr euch vorstellen könnt. Wirklich mit Abstand die beste Waffe, die ihr als Secondary nehmen könnt. Es gibt aktuell 4 Stück davon. Die hier sind alle scheiße, ausgenommen der Revolver, der mit dem Schildebrecheraufsatz ganz cool ist. Aber die hier feiere ich absolut. Es macht Spaß, mit der zu spielen. Ihr werdet gleich sehen, ihr könnt sie nutzen wie eine MP. Ihr werdet sehen, auf Distanz ist es was anderes, aber das ist definitiv das Klassensetup, was ihr braucht. Ihr braucht beide Magazine. Das Ding frisst Muni wie nichts Gutes. Ihr müsst Crash spielen, ansonsten seid ihr innerhalb von einer Sekunde leer. Selbst mit Plünderer. Dazu Schnellfeuer, weil es die Waffe schneller macht. Es gibt auch noch Schnellfeuer 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Braucht ihr aber nicht. Dazu Steam Injection, weil wir rushen wollen. Wir wollen in die Olga rein. Dazu Plünderer, Taktikmaske und Gang Ho. Das beste Perk der Welt. Ihr kennt es. Lasst uns direkt mit dem Gameplay anfangen und gucken wir mal, was diese Waffe eigentlich so im Einzelnen kann. Die Cap 45 ist, wie ihr bereits eben gesehen habt, neu dazugekommen als neue DLC-Waffe, die man umsonst dazu bekommt. Man braucht es nur erspielen. 25 Tage habt ihr Zeit für 10 Level davon. Dadurch, dass ihr jeden Tag einen Stufensprung habt, schafft ihr es im Prinzip schon, wenn ihr euch jeden Tag einloggt und euch den Stufensprung holt, indem ihr einfach eine Runde im Multiplayer gewinnt oder im Blackout eine Einheit. Das heißt, diese Credits für einen Kill oder was auch immer man da machen muss. Also absolut entspannt, man braucht kein Geld dafür ausgeben, das haben sie gut gemacht. Und ihr seht, auf Range ist es ein bisschen schwieriger mit der Waffe, aber auf kurze Distanz meldet diese Waffe absolut. Ihr habt das Klassensetup gesehen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist eine der coolsten Sachen, die sie hier neu reingebracht haben. Wir werden auch noch zu dem Thema David von der Haar und Multiplayer gleich kommen. David von der Haar hat mit dem ganzen Multiplayer nichts zu tun mehr. Das ist vielleicht für einige von euch überraschend, aber er ist nicht mehr für das verantwortlich, was im Multiplayer passiert, sondern er ist ganz alleine für das verantwortlich, was im Blackout passiert. Was das wiederum bedeutet ist, dass der Blackout-Modus wirklich sehr viel Beachtung aktuell bekommt und der Multiplayer gefühlt gar nichts, weil da Game Designer dran sind und Senior Game Designer, die bisher nichts damit zu tun hatten, beziehungsweise nicht primär. David von der Haar war seit Black Ops 2, glaube ich, ja, der Vater von Treyarch und der Vater von den Multiplayer-Games, deswegen waren die bisher immer so gut. Das heißt, hier auch wegen dieser Waffe, das haben wir anderen Leuten zu verdanken. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt für uns alle so gut oder so schlecht ist auf Dauer. Wir können uns darauf gefasst machen, dass wir im Multiplayer definitiv noch Changes bekommen. Waffen werden noch genervt, es würden noch neue Sachen dazukommen, alles Mögliche. Aber man muss dazu sagen, es ist etwas anderes aktuell. Ihr merkt das selber, wenn ihr spielt. Das Movement-System ist super, da hat David von der Haar noch mit dran gearbeitet. Jetzt aber mittlerweile hat er sich da ein bisschen zurückgezogen, kümmert sich um Blackout, da kommen einige Changes dazu. Ich werde sie euch auch gerne noch erzählen, dann haben wir alles in einem Video heute abgehakt. Im Blackout wird die Level 3 Rüstung nochmal überarbeitet. Das bedeutet gleichzeitig im Prinzip, wenn ihr eure Rüstung, die Level 3 Rüstung reparieren wollt, braucht ihr nicht mehr eins von den Rüstungsteilen, sondern zwei Rüstungsteile. Um die ganz wieder heil zu bekommen, bräuchtet ihr also 10 Rüstungsteile, was sehr, sehr viel ist. Aktuell könnt ihr auch nur 5 stacken. Ich denke mal, dass wenn ihr 2x5 stackt, dann auch 2 Slots weg sind. Das ist schon ein großer Unterschied. Dazu haben sie sich jetzt entschieden, dass sie die Concussion nerven wollen, also die Blendgranaten, weil die im Blackout einfach sehr, sehr stark sind. Wirklich zu stark, ihr könnt ein ganzes Team damit flashen. Die neuen Knall haben sie schon rausgenommen, die wird aber irgendwann wiederkehren, haben sie schon gesagt. Aber erstmal die Concussion ist jetzt wichtig, die ist nämlich aktuell drin. Da wird der Explosionsradius etwas weniger sein, ihr könnt noch jemanden knifen, ihr könnt noch auf nahe Distanz jemanden schlagen, ihr könnt die Waffe wechseln und Ausrüstung einsetzen, wenn ihr, vermutlich Dienstag oder Mittwoch kommt das Update für Blackout, wenn ihr davon getroffen werdet. Das ist ein gutes, wirklich ein gutes Update und ich freue mich drauf, aus dem einfachen Grund, weil die Concussion viel zu stark ist. Dazu haben sie gesagt, dass sie die Clustergranate nochmal überarbeiten. Aktuell im Blackout, die Clustergranate funktioniert genauso wie hier. Ihr werft sie, sie haftet irgendwo, explodiert und explodiert nochmal in kleine Teile.
Das Problem ist im Blackout, man hat im Prinzip keine Sekunde Zeit, wenn sie vor einem einschlägt. Jetzt wird es so sein, dass die Clustergranate einen Timer von einer Sekunde hat als Verzögerung. Und diese eine Sekunde Verzögerung wird dafür sorgen, dass ihr zumindest die Chance habt, wegzukommen, wenn euch das Ding um die Ohren fliegt. Dazu soll die Dreierrüstung in Zukunft weniger Schaden abhalten. Das heißt, sie wird nicht mehr ganz so stark sein wie jetzt. Wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, ich spiele in letzter Zeit sehr, sehr viel Blackout. Von mir aus könnte das einfach auch komplett rausgehen. Man braucht keine Dreierrüstung, man braucht keine Flashgranate. Im Blackout sollte es One-on-One sein, also Gunfight gegen Gunfight, bessere Fusi, vielleicht Sniper gegen Sturmgewehr, aber nicht wert eine Flashgranate und und. Es gibt natürlich Perks wie Verstärkt oder Trophy System als Ausrüstung, die man gegen Blendgranaten und sowas nehmen kann. Das Problem ist, Verstärkt und Trophies findet man A nicht immer und B weiß man nie, wann man es braucht. Ihr seht hier so richtig schön im Hintergrund, wir sind wirklich schon auf einem richtig guten Weg. Ehrenbruder natürlich Crash am Start. Ihr braucht die noch einfach für die Waffe, weil so viel Muni dabei flöten geht. Das ist relativ schwierig. Das hier ist die perfekte Range im Prinzip. Schön und gnadenlos hier. Es ist im Prinzip sehr, sehr schwierig, mit der Waffe auf lange Distanz jemanden zu killen. Der Rückstoß ist gar nicht so schlimm, aber es macht einfach nicht allzu viel Schaden. Durch die hohe Feuerrate könnt ihr aber auf kurze Distanz absolut euren Spaß damit haben. Auf jeden Fall, die Blackout-Changes werden, ich vermute mal, jetzt am Dienstag kommen. Dazu kommt, dass jetzt am Wochenende Double XP ist. Double Waffen-XP und Double XP normal. Das heißt, wenn ihr die Cup jetzt in der Hand habt, die levelt sowieso schnell, könnt ihr das Double XP-Wochenende dafür nutzen. Warum sie es machen, ich kann es euch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil es jetzt wieder Zeit wurde. Wir hatten ja auch vor kurzem erst das Double XP-Woche oder Wochenende für Zombie. Da ich persönlich kein Zombie spiele, war das für mich aber relativ unwichtig. Wenn wir jetzt überlegen, was demnächst noch kommen sollte, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, es wird Zeit für eine neue Map, und zwar für eine komplett neue Map. Ich will kein Seaside, was überarbeitet ist, ich will kein Fire Range, was überarbeitet ist, ich kann auch kein Seaside mehr sehen, ich kann auch kein Fire Range mehr sehen. Ich möchte eine neue Map, die komplett neu ist, sowas wie Frequency, die neu ist, die es vorher noch nicht gab. Und wenn sie sich an das Ganze rangesetzt haben und uns noch eine neue Map gegeben haben, dann dürfen wir uns auch gerne darüber unterhalten, dass noch einige Sachen genervt werden müssen. Der Hund muss nach wie vor weniger Leben bekommen. Genauso muss es eine Möglichkeit geben, Stolperminen auszuweichen. Nicht nur durch Kugelweste, sondern dass man sie besser sieht oder hört. Ebenfalls wird es langsam Zeit, dass wir einfach, was neuen Content angeht, vielleicht, ich habe den Vorschlag schon mal gemacht, endlich eine Möglichkeit bekommen, unsere Charaktere, unsere Spezialisten irgendwie nochmal aufzupeppen. Nicht mit einem Outfit, das man irgendwie bekommt durch den Schwarzmarkt, sondern durch Herausforderungen, die wir erspielen können. Einige Sachen im Blackout kommen jetzt, wie ihr hier schon gehört habt, David von der Haas dafür zuständig. Aber eben noch nicht alles so schön, wie es eigentlich sein soll. Der Multiplayer trotzdem, ich muss euch ganz ehrlich sagen, macht mir unheimlich Spaß. Ich habe richtig Fun dabei. Ich habe Fun, mit solchen Waffen hier zu spielen. Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, dass der Multiplayer so insgesamt so schlecht davonkommt. Da hatten wir deutlich schlechtere Sachen in der Vergangenheit. Die Waffe meldet absolut. Nehmt solche Maps wie Summit, nehmt solche Maps wie Frequency. Solche Maps sind ideal, wenn ihr damit irgendwas reißen wollt. Der neue Modus Chaosherrschaft ist auch wirklich ideal dafür. Ihr kriegt nämlich zwei Varianten von Lobbys. Die eine Lobby ist in absolute No-Hands in der Lobby und ihr könnt richtig euch austoben. Und die andere Variante, ihr findet nur 5 oder 6 Mann-Teams. Da könnt ihr genau überlegen, was ihr machen wollt. Wenn ihr gegen die 6-Mann-Teams spielen wollt, macht das, viel Spaß. Ich verzichte doch eher meistens freiwillig, manchmal bleibe ich drin und zerstöre sie auch, aber meistens gehe ich einfach raus. Ihr könnt hier auf jeden Fall richtig schön lang spielen, ihr könnt die Flanken schnell einnehmen, das sind schnelle, viele Punkte. Gönnt euch die Waffe, Leute, geht in den Online-Modus, also geht in den Multiplayer. Spielt so viel frei, wie ihr könnt, notfalls kauft sie euch frei und spielt diese Waffe, wirklich, es macht so viel Spaß, ich habe so viel Spaß seit Wochen nicht im Multiplayer gehabt und er macht mir generell schon Spaß. Ihr könnt in die Gegner snappen, ihr könnt euch richtig was gönnen, absolut geile Waffe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like da, wenn ja, wenn nicht, dann eben nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der neuen Waffe haltet, falls ihr sie schon habt oder ob ihr sie jetzt demnächst holen wollt. Ich bin raus für heute, macht euch einen schönen Tag, haut rein.